Hey Leute, Topper hier und willkommen zu den ersten Mid-Season Reinforcement Patch Notes im zweiten Jahr von Rainbow Six Siege. Wir fangen auch sofort mit den Patch Notes an. Kurzer Hinweis, alles was ihr im Video seht, ist schon Post-Patch erspielt worden. Das heißt, ich habe alle Änderungen direkt mal in einem Terrorist-Hunt bzw. mehreren Terrorist-Hunts getestet. Und ihr werdet gleich ein paar Sachen sehen, die ich auch ansprechen werde. Und ein paar Sachen konnte ich halt noch nicht testen, da das Video sonst zu lang geworden wäre. Aber wir fangen an mit der ersten, mit der wichtigsten Änderung. Ich habe sie am Sonntag für euch schon mal so ein bisschen geteasert. Nämlich Glass, und Glass kriegt einen Thermalscope. Am Sonntag war noch nicht so ganz klar, was kann dieses Thermalscope alles, außer die Gegner besser darzustellen. Und was jetzt klar ist, ist, es kann nicht nur das. Durch dieses Thermalscope hat Glass nun auch die Fähigkeit, durch Rauchgranaten durchzugucken, und nicht nur durch seine Rauchgranaten, sondern auch durch Capitaos, Rauchpfeile sowie den Rauch, der entsteht, wenn Smoke seine Gasgranaten zündet. Ziemlich interessant, muss ich sagen. Gerade da Glass selber Rauchgranaten hat, könnte es ein wenig overpowered sein. Ich weiß nicht, ich habe früher eine Menge Battlefield 4 gespielt, da gab es diese Mechanik auch, da gab es auch so Visiere, wo man mit durch Rauch gucken konnte. Das hat Battlefield irgendwann wieder aus dem Spiel genommen, weil es halt Schwachsinn war. Die Leute haben sich selber zugesmoked und haben alle umgeschossen. Hier weiß ich nicht, ob das wirklich so overpowered ist, da Glass halt keine automatische Waffe hat, sondern DMA. Zumal ihr hört die Waffe halt ziemlich deutlich, wenn er sie schießt. Ihr wisst sofort, okay, die haben ein Glass. Und als Verteidiger müsst ihr dann einfach nur noch darauf reagieren. Und wenn Rauch fliegt, natürlich nicht in diesen Rauch pieken, denn es besteht immer die Möglichkeit, dass ein Glass nun dahinter steht. Wir machen weiter mit den Operator-Verbesserungen. Da fangen wir erstmal an. Doc overhealt jetzt auf 140 Punkte. Vorher konnte er, wenn er einen geheilt hat, der schon 100 HP hatte, konnte er nur auf 120 maximal hochheilen. Das haben sie jetzt geändert. Das wird bis auf 140 jetzt hochgehen. Hat ein bisschen was damit zu tun, dass 120 nicht wirklich einen Unterschied gemacht hat zu 100. Man ist trotzdem mehr oder weniger fast von denselben Kugeln gestorben. Und jetzt haben sie einfach gesagt, jetzt machen wir auch die 20 noch dazu, die er sowieso normalerweise hat mit 40. Und man kann auf 140 hochheilen. Außerdem wird Buck noch ein bisschen angepasst. Er kriegt ein extra Magazin für seine Schrotflinte. Ziemlich cool, muss ich sagen, da er jetzt noch mehr Boden aufmachen kann. Kommen wir jetzt zu den Änderungen, die es an Waffen gibt. Und da gibt es so einige. Alle Visiere mit Ausnahme des ACOGs werden ein wenig kleiner gemacht. Also das Reflex, das Leuchtpunkt und das Holovisier. Die sind ein bisschen zu groß geraten nach dem Patch und das wird einfach wieder angepasst. Zudem wird die maximale Abzugsrate eines DMAs verringert. Das heißt, manche Leute, ich weiß nicht, bei Serenity habt ihr es vielleicht gesehen, wie er mit Buck geschossen hat. Er konnte das fast wie ein automatisches Sturmgewehr schießen und das war Ubisoft ein bisschen too much und deswegen haben sie gesagt, werden wir das Ganze ein bisschen reduzieren, dass man nicht mehr so oft schießen kann hintereinander. Echos MP5 mit dem Schalldämpfer drauf, die wird ein wenig verbessert. Ihr maximaler Schaden auf eine etwas weitere Distanz nimmt zu. Sie hatte vorher einen Damage Drop auf bis 14 Metern. Der wird ein bisschen erhöht, bis 20 Meter geht das jetzt und dementsprechend macht sie bis dorthin auch immer noch ein bisschen mehr Schaden. Zwei Sachen, die ihr hier im Video sehen werdet, sind zum einen Termite, seine 556XI, wird leichter zu kontrollieren. Das gleiche gilt für Capitaos Parawaffe, so ziemlich das gleiche passiert mit den beiden. Ich weiß nicht, ich habe es bemerkt, ich kenne das, die beiden Waffen, die haben manchmal so einen Kick gehabt, dass sie nach links oder rechts weggekickt sind. Und man gar nicht wusste, wie man das richtig kontrollieren soll im Dauerfeuer. Das haben sie jetzt rausgemacht. Wie gesagt, das habe ich hier im Video noch drin. Ich habe mit den beiden auch einen Terrorist-Hunt mit den Waffen gemacht. Und bei Capitao teste ich das Ganze auch ein bisschen an der Wand. Da werdet ihr sehen, dass es schon ein bisschen anders aussieht als vorher. Für Leute, die diese Operator viel gespielt haben. Und zudem wurde Caveras Waffe noch ein wenig angepasst. Und zwar wurde die Pistole von Cavera noch ein wenig verbessert. Die hat ebenfalls wie bei Echo einen erhöhten Damage Drop-Off. Sie hat vorher ihren Damage Drop-Off bei maximal 18 Meter gehabt. Dort hat sie nur noch 20 Schaden gemacht. Jetzt haben sie es auf 24 Meter hochgestellt. Ziemlich krass. Ich fand Cavera vorher schon gut. Und jetzt noch einen Ticken besser zu machen, ist echt heftig, finde ich.
Und zu guter Letzt bei den Operator-Anpassungen haben wir noch Chakal und da wird der Rückstoß erhöht. Nur bei seinem Sturmgewehr, bei der C7E. Ich weiß nicht genau, warum sie das nicht auch bei dem PDW machen, denn das hat nämlich auch keinen Rückstoß. Und ich denke, wenn man da jetzt switcht und die PDW nur noch spielt mit den 51 Kugeln, ist das eine bessere Alternative. Bleibt abzuwarten, wie sich die C7E jetzt anfühlt. Habe ich auch noch nicht getestet. Der letzte Operator auf der Liste, bei dem etwas verändert worden ist, ist Blitz. Es ist zwar nur eine kleine Veränderung, allerdings schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Denn vorher, wenn er geflecht hat, musste er ungefähr 2 Sekunden warten, bis er mit seiner Pistole schießen konnte. Und das war natürlich scheiße, weil dann war der Flecheffekt schon bald wieder weg. Das haben sie rausgenommen. Er kann jetzt den Blitz einsetzen und dann direkt danach mit seiner Pistole schießen. Gute Änderung, wie gesagt, Schritt in die richtige Richtung. Ich denke, in Zukunft wird noch was kommen, was Blitz angeht. Und gerade seine gigantische Head-Hitbox, da muss auf jeden Fall was getan werden. Eine weitere Sache, wo noch was gemacht worden ist, ist bei Hibana. Ihr kennt es alle, ihr wollt einen Hatch öffnen, ihr drückt, dass diese Dinger explodieren, die X-Kairos Charges, wie man sie nennt. Und sie fangen an zu glühen und hören auf zu glühen und explodieren nicht. Das hat Ubisoft wohl jetzt geschafft, massiv einzudämmen, dass das nur noch sehr, sehr selten passiert. Komplett gefixt haben sie es nicht. Das wurde in einem Statement auch von Ubisoft gesagt. Sie gucken aber, dass sie es in Zukunft komplett gefixt werden, da es für sie sehr hohe Priorität hat. Soviel zu den ganzen Operator-Sachen. Was auch gefixt worden ist, ist dieser Elo-Glitch, zu dem ich ein Video gemacht habe, dass man keine Elo-Punkte erhalten hat, wenn die Leute früh rausgegangen sind. Das kam schon am 9. März per Hotfix rein, wird aber jetzt erst in den Patch Notes erwähnt. Was in den kommenden Wochen kommen soll, ist eine Art Test-Environment, also sowas wie ein CTE von Battlefield 4. Ich weiß nicht, wer von euch Battlefield 4 gespielt hat, aber da gab es sowas, wo wir die Community schon vorab Sachen testen können, die Rainbow Six an dem Spiel verändern will. Eine richtig feine Sache, denke ich, denn wir kennen alle Ubisoft, make something, break something, also mit jedem Patch und Korrekturen kommen auch wieder neue Fehler rein und das lässt sich hoffentlich mit so einem Test-Server ein bisschen reduzieren. Als letztes will ich noch erwähnen, dass Twitch einen Elite-Skin bekommen hat, den seht ihr jetzt gerade. Da seht ihr halt, sieht ziemlich cool aus. Ich denke, ich werde mir mal zulegen. Das wäre der erste Elite-Skin, den ich mir zulegen werde. Denn ich bin ganz ehrlich, für die anderen, die fand ich bis jetzt nicht so überzeugend. Das ist der erste, der, finde ich, richtig cool aussieht. Und wir haben ein Face-Reveal von Twitch, was will man mehr? In dem Sinne, das waren die Patch-Notes. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge kleinerer Fixes, dies, das. An Mira wurde viel noch gefixt. Da war ja noch einiges nicht ganz im Reinen. Das Ganze könnt ihr euch in den Patch-Notes selber durchlesen. Die sind auch auf Deutsch. Ich habe den Link unten in der Videobeschreibung. Ich bin erstmal raus, mich jetzt mit Glass, Capitao, Termite und Co. in den Multiplayer stürzen. Haut rein, bis zum nächsten Video, euer Topper.